Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir noch zwei zusätzliche Cup-Rennen hatten in diesem Jahr. Das heißt, wir haben 6 Cup-Rennen gehabt. Wir haben erheblich mehr Rennpreise ausgeschüttet in diesem Jahr. Ich habe es gerade in einer Pressekonferenz gesagt, dass wir damit an zweiter Stelle hinter Baden-Baden liegen. Das ist eine wunderbare Entwicklung. Wo wir nicht ganz zufrieden sind, ist mit dem Wettumsatz. Aber das ist eine allgemeine Situation in Deutschland im Moment. Da müssen wir was dran tun. Ich sage, wir müssen noch moderner werden. Wir müssen zum Beispiel Summen auf Handy aufladen können und von dem Handy direkt auf die Bahn wetten, was wichtig ist, auf die Bahn wetten. Denn da bleibt uns ja ein bisschen mehr. Und wenn dann was übrig bleibt, kann man das spät nach dem letzten Rennen wieder abholen. Also solche Dinge müssen passieren. Die Leute sind nicht mehr bereit, sich anzustellen so lang. Was wir natürlich auch brauchen, sind neue Partner. Da sind wir dran, dass wir noch vielleicht einen China-Renntag dazu nehmen. Da arbeiten wir dran im Moment. Der Königsallee-Renntag soll weiter ausgebaut werden. Unser tolles Rennen natürlich, der Preis der Diana, haben wir einen langfristigen Vertrag mit Henkel. Und Henkel ist sehr zufrieden, wir natürlich auch. Das ist eines der Top-Ereignisse des deutschen Rennsports. Ja, wir arbeiten auch noch an einem Konzept, wo wir sagen, wir müssen auch mal Prominente auf die Bahn bringen. Sowas zieht immer. Die Presse fragt immer, wer kommt. Dann muss man irgendetwas sagen. Das ist ein Weg, den zum Beispiel Hannover eingeschlagen hat. Die haben eine Menge Zuschauer. Man muss immer wieder überlegen, sind die Leute auch interessiert an dem Sport oder kommen sie nur wegen den Prominenten? Kommen sie dann wieder? Das ist eben wichtig, dass wir da ein Konzept haben, dass sie dann auch mal wetten und dass sie Spaß an dem Sport bekommen und an der wunderschönen Umgebung.